Hallo, ich bin Daniel von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Im heutigen Video geht es um das Thema Zucker. Was macht Zucker in deinem Körper, beziehungsweise warum hat es so negative Auswirkungen? Denn Zucker ist in erster Linie relativ neutral zu betrachten. Zucker versorgt deinen Körper schnell mit Energie und wird in Muskulatur sowie über die Leber im Gewebe gespeichert. Und zwar als Fettdepots. Warum ist Zucker also so schlecht? Zucker ist schnell verfügbar. Gerade der Einfach-Haushaltszucker ist besonders schlecht in unserer heutigen Gesellschaft angesehen. Das hängt damit zusammen, dass häufig eine Zuckersucht besteht. Warum? Denn Zucker pusht unseren Insulinspiegel. Insulin sorgt dafür, dass Zucker in die Zelle gebracht wird und gespeichert wird oder eben verbraucht wird über die Energie, die Zucker auch freigibt. Zumindest der Einfachzucker, der Haushaltszucker. Und das heißt, wenn du einmal Zucker isst, schnellt der Insulinspiegel nach oben, geht dann auch rasant wieder nach unten und es entsteht wieder ein Gefühl von Hunger, Appetit, Heißhunger. Vielleicht kennst du das. Auf der anderen Seite sorgt Zucker, so wie du es vielleicht auch kennst, über ein längeres oder vermehrtes, ja, Konsumieren für Diabetes Typ 2. Das heißt, über dieses Auf und Ab des Insulins, welches in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, ermüdet diese und es entsteht eine Tendenz und die Folge, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Außerdem wirst du Zucker in Verbindung mit den Zähnen kennen, denn es entsteht, wenn man viel Zucker konsumiert, Karies. Außerdem ist es so, dass Zucker ein Nährstoffräuber ist. Das heißt, dein Körper, wenn du viel Zucker isst, wird gar nicht so richtig auf die einzelnen Nährstoffe, die vielleicht andere Lebensmittel enthalten oder das gleiche Lebensmittel enthält, zugreifen können, weil Zucker dir diese Nährstoffe raubt. Du damit zum Beispiel in einen Mangel von Magnesium, Kalium, Calcium oder anderen Vitaminen kommen kannst. Außerdem sorgt Zucker für eine Schädigung deiner Darmflora. Das heißt, die Besiedlung deines Darms wird in eine sogenannte Dysbiose gebracht. Dysbiose heißt, dass die Besiedlung von Bakterienkulturen sich verändert, wenn du vermehrt Zucker zu dir nimmst. Denn viele Bakterienkulturen oder vielleicht auch Pilze lieben Zucker und sorgen zusätzlich nochmal zu diesem Push, wie ich es gerade schon beschrieben habe, wohin letztendlich ein Insulinspiegel bzw. die Erhöhung des Insulinspiegels führt. Das heißt zum Beispiel der sogenannte Candida albicans oder der sogenannte Helicobacter pylori. Das eine ist ein Pilz, das andere ist ein Bakterium. Die lieben Zucker und brauchen immer mehr davon. Und diese Fehlbesiedlung sorgt häufig zu einem Blähbauch oder führt zu einem Blähbauch, zu Bauchschmerzen, zu Stuhlunregelmäßigkeiten wie Durchfall oder Verstopfung oder auch Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen. Und zu guter Letzt, eine weitere Wirkung von Zucker ist natürlich Übergewicht, sogenannte Adipositas. Volkskrankheit Nummer 1, unter anderem mit Diabetes, erhöhtem Blutdruck und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, auch mit diesen Volkskrankheiten hat Zucker viel zu tun. Es ist in so vielen Lebensmitteln auch versteckt enthalten, die du vielleicht gar nicht so im Kopf hast. Das heißt, meine Motivation für dich mit diesen Gründen: achte nochmal auf deinen Zuckerkonsum, auch wenn es nur das süße Saftgetränk ist oder die Cola ist oder vielleicht auch nur der Nachtisch, den du jeden Tag mittags und abends zu dir nimmst. Versuch dich nochmal zu hinterfragen oder, so wie ich, baue Phasen ein, wo du dich komplett zuckerfrei, zumindest was diesen Einfach- und Haushaltszucker betrifft, versuchst zu ernähren. Ich kann es dir nur empfehlen, denn du wirst nach 5 oder 10 oder 14 Tagen merken, dass wirklich ein gewisser Entzug entsteht, dass du schlecht gelaunt bist oder Kopfschmerzen hast oder andere Symptome eines Entzuges zeigst. Aber danach macht es wirklich Spaß zu beobachten, wie viel mehr Energie dein Körper hat, wie viel mehr du davon profitierst, wenn du auf diese Einfachzucker verzichtest. Ich freue mich auf deine Erfahrung hier unten in die Kommentare. Hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du mehr Inhalte brauchst, schau nochmal in unseren Playlists nach oder auf Instagram knob.niehaus. Wir freuen uns auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.